meine wunderschöne Cam. So wunderschön. Ich wollte immer nur dich. Nur dich. Eden. Kelly. Aber du bist es doch, Kelly. Oh Gott. Was habe ich nur getan? Eden? Oh nein. Sie werden sicher nach uns suchen. Sie dürfen mich hier nicht sehen. Ich danke Ihnen. Dad. Hallo, Warren. Hallo. Was ist los? Hast du Schmerzen? Nur ein Andenken an meine letzte Bahnfahrt. Das geht vorbei. Ja, wir haben davon gehört. Wir wussten nicht, ob du geschossen hast oder angeschossen wurdest. Du hast uns zu Tode erschreckt. Oh, ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Naja, es geht dir gut. Das ist die Hauptsache. Es geht mir gut. Sorgen mache ich mir nur um dich. Um mich? Wieso machst du dir Sorgen um... Vergaß Ihnen zu sagen, Mr. Lockridge. Es steht Ihnen nur eine halbe Stunde für Besucher zur Verfügung. Ja, gut. Wären Sie wohl so freundlich und würden Sie Mason Capwell mitteilen, was er mit seiner halben Stunde machen soll? Setz dich. Ja. So, nun können wir reden. Sie verschwinden. Ich habe das mit Summer gehört. Es tut mir schrecklich leid, Junge. Nur meinetwegen ist sie nach Santa Barbara zurückgekommen. Was soll das heißen? Sie brachten sie zurück, um sie zu verhören. Sie fragten sie nach mir und nach den Münzen. Du kannst doch nicht dir die Schuld dafür geben. Ich wollte, es wäre so, Dad. Oh, ich weiß, dass sie dir sehr viel bedeutet hat. Ich habe sie geliebt. Ich weiß das, aber du hättest ihr doch niemals mit Absicht einen Schaden zugefügt. Es hat den Anschein, als ob ich allem schade, was ich anfasse, ob ich will oder nicht. Alles, was ich wollte, war dir zu helfen und auf Summer aufzupassen. Nichts davon ist mir gelungen. Manchmal haben wir auf das, was passiert, keinen Einfluss. Ich finde heraus, wer sie getötet hat. Hast du denn irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendeinen Verdacht? Nein, nein, wir waren einem Kerl in L.A. auf der Spur, aber es ist eine Sackgasse gewesen. Wir? Ja, die Polizei. Junge, die Aufklärung eines Mordes ist nicht deine Angelegenheit. Oh, Dad, versteh mich doch. Mitzuhelfen, diesen Kerl zu finden, ist das Einzige, was ich noch tun kann. Kann es sein, dass du nur Rache willst? Ja, ich will ihm den Hals umdrehen. Aber das wäre mit Sicherheit gegen ihren Willen gewesen. Sie war so sanft. So gut. Dad, ich weiß, dass ich nichts tun kann, dass sie wieder zurückbringt. Junge, ich hatte keine Ahnung, wie sehr du sie gemocht hast. Ich komm schon zurecht. Ich werde ihm bei der Aufklärung dieses Mordes helfen. Wenigstens das bin ich ihr noch schuldig. Hör zu. Nur ein Rat. Ich glaube, es ist Zeit, dass du einmal selbst über dich nachdenkst. Wir beide haben noch Glück gehabt. Oh, wir beide hatten Glück? Ja, großes Glück. Die Polizei weiß bisher noch nicht, dass es dein Smoking gewesen ist. Also bringen sie ihn nicht in Zusammenhang mit der Nachricht von Channing. Diesen Zettel habe nicht ich in mein Smoking gesteckt. Das war jemand anders, Dad. Das weiß ich doch, Junge. Ich kenne denjenigen. Er hat auch die Münzen hineingesteckt und alles andere. Es war der, der dich nach der Verhandlung verfolgen sollte, richtig? Ja, die Person, die sich selbst Dominic nennt. Joe und Kelly kennen diesen Kerl. Wenn ich sie nur zum Reden bringen könnte. Das ist jetzt überhaupt nicht deine Aufgabe. Ganz im Gegenteil, Warren. Dein Verhalten muss jetzt sehr unauffällig sein. Ich sehe doch nicht tatenlos zu, wie du auf der Strecke bleibst. Ich möchte nicht, dass du das tust, sondern ich möchte, dass du die Stadt verlässt.
Du meinst abhauen, stimmt's? Ja. Das werde ich nicht tun, Dad. Das wäre ein weiterer Grund, mich zu verdächtigen. Niemand hat dich bisher wegen irgendeines Vergehens angeklagt. Aber wenn du hier bleibst, wirst du viel Ärger bekommen. Ich lass dich nicht allein. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Das soll ja nur für kurze Zeit sein. So lange, bis ich weiß, was geschehen ist und ich mir darüber im Klaren bin, wie ich eine Falle stellen kann fürs... Ich meine Dominik. Und auch beweisen kann, was er getan hat. Das kannst du nicht von einer Gefängniszelle aus. Doch, das kann ich. Ich kann es. Ich kann tun, was immer ich will, auch von hier aus. Aber ich würde mich wesentlich wohler fühlen, wenn du außer Gefahr wärst. Warum redest du mit mir wie mit einem Kind, das nicht weiß, was es tun soll? Warren, du bist kein kleines Kind, das weiß ich. Aber es ist wichtig, dass du tust, was ich sage. Bitte mich nicht, Dad. Tut mir leid, ich kann nicht. Nun, du weißt, dass ich keinen Druck auf dich ausüben will, aber in diesem Fall muss ich darauf bestehen. Ich werde darüber nachdenken. Das ist alles, was ich versprechen kann. Aber sehr viel Zeit haben wir nicht mehr. Darum überleg's dir schnell. Ja. In Ordnung, ich werde in ein paar Minuten da sein. Schlechte Nachrichten? Ja, wieder mal ein Notfall in der Werkstatt, was sonst? Ein paar Leute glauben, dass sie sterben müssen, wenn ich nicht sofort ihren Vergaser repariere. Und das bedeutet für mich, wenn ich nicht nach unten gehe, verliere ich meinen Job. Hast du keine Zeit zum Essen? Nein, dazu brauche ich wohl einige Stunden. Oh, dann warte ich hier auf dich. Weißt du was? Es wäre mir wirklich lieber, du würdest mitkommen. Ah ja? Was ist denn die Spezialität der Werkstatt? Ich habe großen Hunger. Altes Öl. Dann bleibe ich. Ich lasse dich ungern hier, auch nicht für eine Stunde. Und dafür liebe ich dich, aber sei nicht ängstlich, Joe. Es sind so viele Leute um mich herum. Ich verspreche dir, ich rühre mich nicht vom Fleck. Ich bin hier gut aufgehoben und noch besser versorgt. Ich werde vorsichtig sein. Falls Peter kommen sollte, dann gehst du zum Telefon und rufst mich an. Ich bin dann hier so schnell ich kann. Unterhalte dich nicht mit ihm allein. In der Öffentlichkeit wird er es nicht probieren. Ich traue ihm alles zu, Kelly. Wir wissen doch gar nicht, ob er es getan hat. Kelly, nun hör mal. Er hat nie überwunden, dass er dich verloren hat. Und es ist klar, dass diese Morde mit dir zu tun haben müssen. Beide, die Kellnerin und Summer, sind mit dir zusammen gewesen. Das war doch nur ein Zufall, sonst nicht. Na, das kann doch kein Zufall gewesen sein, dass Eden mit dir verwechselt wurde, als sie den Werkzeugkasten holen wollte. Würdest du damit aufhören, bitte? Könnten wir über was anderes reden? Tut mir leid, Kleines. Ich möchte nicht, dass du dich noch mehr aufregst. Es ist nur, ich liebe dich noch mehr, als du denkst. Ich liebe dich auch sehr, Joe. Aber ich kann schon alleine auf mich achten. Geh an deine Arbeit und mache dir keine Sorgen um mich. Repariere deine Vergaser, ja? Ich passe auf mich auf. Ich beeil mich. Ja, danke, das ist nett. Ach, Kelly, Layton, so ganz allein hier, setz dich doch hin. Bitte sehr. Danke. Ja, Ted hat mich gerade hier abgesetzt. Er ist zum Büro deines Vaters gefahren. Oh, sehr gut. Um zwei müssen wir wieder in der Schule sein. Sag, gibt es inzwischen irgendetwas Neues über Eden? Nein, gar nichts. Sie wird bald wieder gesund sein. Ganz sicher. Ja, das wollen wir hoffen. Charlie 1, Charlie 1. Hier ist Charlie 1, komm. Wir haben hier gerade einen Bericht der Hubschraubereinheit, die den Coral Spring Canyon absucht. Sie haben dort unten etwas entdeckt. Sie glauben, es könnte das Capwell-Mädchen sein. In Ordnung. Ich will, dass die ganze Gegend abgesucht wird. Ich bin auf dem Weg zum Polizeiflughafen. Lassen Sie einen Hubschrauber auftanken, der mich dorthin bringen kann. Ich werde persönlich die Suche leiten. Ende der Nachricht. Oh nein. Sie sind schon da. Na gut. Oh, Tag. Hallo. Sicher möchtest du reinkommen? Danke, hör zu. Ich hätte vorher anrufen sollen. Ich wollte dich einfach sehen. Nun, ich bin... Hast du nicht Lust, zum Essen mitzukommen? Ich wäre jetzt so gern mit dir zusammen, einfach nur um zu reden. Oh, das tut mir leid. Ich kann nicht. Ich habe heute dieses komische Treffen mit den Leuten. Hast du was zum Knabbern? Das auch, ja. Ja, ich bin schon lange nicht mehr in eine Party geplatzt. Vielleicht. In diese möchtest du nicht hineinplatzen, glaub mir. Oh ja, und wieso das? Du würdest dich nicht wohlfühlen. Hör zu, ich möchte jetzt nur bei dir sein. Es ist mir ganz egal, ob du noch vier Tanten hier hast. Mit denen würdest du dich wahrscheinlich viel wohler fühlen. Oh nein. Jetzt sitzt du hier mit mir fest. Ich fürchte, du bist derjenige, der hier festsitzt. Ja. Oh. Amy. Betty, hallo. Na, geht's dir gut? Komm doch rein. Hallo. Das sind Harvey und Jane Berger. Sie sind auch mit im Kurs, Entschuldigung. Hallo, Amy. Schön, Sie zu sehen. Danke, dass wir das erste Treffen hier veranstalten können. Das macht mir überhaupt nichts aus. Oh, dann sind Sie sicher der Ehemann. Nein. Mr. Perkins, herzlichen Glückwunsch.
Ich bin nicht verheiratet. Oh. Brick Wallace ist ein Freund von mir. Brick, das ist Betty, Jane und Harvey. Hallo. Harvey. Es tut mir leid, ich sollte nicht immer davon ausgehen, dass alle verheiratet sind. Wir brauchen keinen Trauschein, um Vater zu sein. Das ist nicht richtig, der Vater ist da auch nicht. Ach so, dann... Brick ist mein Trainer für den Lamaskurs. Ach ja, Lamaskurs, ja. Die natürliche Geburt. Toll. Oh ja, genau richtig. Ja, Brick ist wie ein Bruder. Er ist... Wissen Sie, er soll heute mal den Ehemann vertreten. Ja. Nicht, Brick? Richtig, Ehemann. Ich danke dir. Setzen wir uns. Legen Sie sich die Kissen zurecht. Hallo, willkommen. Hier sind Sie genau richtig. Hallo. Kommen Sie rein. Schön, Sie zu sehen. Guten ich bin Tag. Amy. Tag. Wie geht es Gut. Ihnen? Hallo, wie geht es Ihnen? Da? Ist das nicht ein schöner Raum? Ich könnte mir eine Welt ohne Eden nicht mehr vorstellen. Ich habe Sie so bewundert, als wir zusammen aufgewachsen sind. Ich war sehr eifersüchtig auf Sie. Und ich glaube, sie war auch ein bisschen eifersüchtig auf mich. Wir haben uns immer gegenseitig die Jungs ausgespannt. In der Schule war ich befreundet mit einem Jungen, der war Disc-Jockey, das war noch vor Joe. Und ich dachte, er ist der Größte in der ganzen Stadt. Und sie dachte, er wäre der größte Langweiler überhaupt. Aber sie machte sich an ihn heran. Er hat mich abgeholt und sie hat ihn gleich angehimmelt wie eine Verrückte. Und dann hat er schließlich mit mir Schluss gemacht und ist mit ihr gegangen. Ich war so wütend. Und was ist dann passiert? Bereits nach einer Woche fand sie, dass er immer noch langweilig ist und reicht ihn wieder zu mir. Oh, das ist ja nett. Und hast du ihn genommen? Nein, denn inzwischen war ich auch ihrer Meinung. Aber das ist sonst nicht ihre Art gewesen. Ich wusste immer, sie liebt mich. Natürlich ist es so. Vielleicht hat sie das nur getan, um dir zu zeigen, dass er nicht gut genug für dich ist. Ja, daran dachte ich damals nicht. Aber bei Joe war es nicht so. Sie hat ihm nie Angebote gemacht. Sie hat einfach gefühlt, dass es mit uns etwas anderes ist. Ich schätze, alles, was ich tun kann, ist beten, dass es ihr gut geht. Kelly, hier steckst du. Es geht dir gut. Das war eigentlich alles. Und was dann? Naja, ich habe natürlich weiter versucht und... Hey, Peter, hallo. Hallo, Layton. Hallo, Kelly. Wie geht's denn so, Layton? Oh, sehr gut. Und wie geht es dir? Oh, mal so, aber es geht aufwärts. Das freut mich zu hören. Was dagegen, wenn ich mich setze? Nein, von mir aus nicht. Sehr gut. Nimm dir einen Stuhl. Hier, die Karte. Oh, ich habe erst neulich an dich gedacht. Was, ausgerechnet an mich? Ja. Wieso? Nun, das letzte Jahr, in dem du bei mir an der Schule gewesen bist, war besonders erfolgreich. Ich hatte sehr viele begabte Schüler in meiner Klasse. Und du warst die begabteste. Und vor allem die hübscheste. Du hattest keine Konkurrenz. Oh, ich danke dir. Weißt du, es ist so, als müsste ich immer noch Mr. Flynn zu dir sagen oder so. Oh, ich denke, das haben wir beide nicht mehr nötig. Inzwischen wurde aus dir eine sehr attraktive Frau. Oh, vielen Dank. Ich bin froh, dass es mir möglich gewesen ist, etwas zu deiner Entwicklung beizutragen. Jedenfalls ein bisschen. Nun, du warst ein ausgezeichneter Lehrer. Danke sehr. Wahrscheinlich der Beste, den die Schule je hatte. Wie schön du das gesagt hast, Kelly. Der Tag hat sich gelohnt. Ja, Layton, musst du nicht zurück in die Schule? War das nicht das gleiche Jahr, in dem ich dich unterrichtete, als die Studenten gestreikt haben wegen des schlechten Essens in der Cafeteria? Ja, ich war ein starker Befürworter des Streiks. Ja, das waren die meisten Lehrer auch. Ich weiß es noch genau, weil ich auch streikte. Ich ging in die Cafeteria. Ich weiß nicht, welche Art von Fleisch ich gegessen habe, aber es sah grün aus. Und du warst diejenige, die gesagt hat, man könne das Hauptgericht nicht vom Nachtisch unterscheiden. Ein Glück gab es Mrs. Perkins, sonst hätten wir das bestimmt nicht überstanden. Ja, ich vermisse das gute Essen heute noch.
Aber du wirst es genießen können, wenn du erstmal Mrs. Perkins ganzen Stolz geheiratet hast. Oh, komm schon, Kelly, sei doch mal ein bisschen locker, du bist immer so ernst. Ich hoffe, du hast deinen Humor behalten. Guck dir doch mal Laken an, sie lacht immer gern über einen guten Witz, richtig? Ja, du hast recht, ich bin ein bisschen zu ernst. Oh, entschuldigt mich für eine Minute, bitte. Ist gut, ich leiste Laken so lange Gesellschaft. Ted! Hallo, nichts Neues von Eden. Ist Laken auch hier? Sie sitzt da drüben mit Peter, du musst sie hier herausholen und zwar sofort. Worum geht's? Stell jetzt keine Fragen, du musst sie hier herausholen, hörst du? Aber wir wollten zusammen essen. Lass es dir auf gar keinen Fall ausreden, komm hier. In Ordnung, aber kannst du mir nicht sagen, was los ist? Du solltest dir nicht ausreden lassen, hörst du? Laken, sieh nur, wer da ist. Ted, hallo. Hallo. Weißt du schon irgendetwas Neues? Nein. Hör zu, wir sollten jetzt gehen. Warum so eilig? Naja, ich möchte mit deinem Vater sprechen. Wieso? Ich wollte ihn noch etwas über deine Mutter fragen. Ted, nein, nicht glaub jetzt, mir, es ist wirklich sehr wichtig für mich. Ich begreife nur nicht, warum wir ausgerechnet jetzt... Es hat mich gefreut, dich einmal wiederzusehen, Laken. Na gut. Also dann, bis später, Kelly. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tut mir leid. Ah, das hast du aber sehr gut gemacht. Was denn, Peter? Dein Bruder und Laken auf diese Art loszuwerden. Ich hatte nicht vor... Einem Schwindler wie mir brauchst du doch nichts zu erzählen. Ich weiß, dass du nur mit mir allein sein wolltest. Nein, Peter. Du brauchst dich nicht zu genieren, Kelly. Aber wir können hier nicht alleine sein. Wieso gehen wir nicht einfach in meine Wohnung? Baby. Sag etwas, Baby. Eden. Eden. Bitte, Schatz. Wach auf, ich bitte dich. Eden. Nein, bitte. Das ist schon in Ordnung. Bitte, bleib tu ganz das ruhig. Nicht. Ich bin es. Bitte, vertrau mir. Bleib ganz ruhig. Alles ist vorbei. Du wirst gesund werden. Ich kümmere mich um dich. Du kommst wieder in Ordnung. Bitte, sag jetzt nichts mehr. Ich habe sie gefunden. Gib einen Funkspruch ans Hospital durch. Wir landen auf dem Dach. Und lass sofort die Bahre herunter. Weißt du, ich habe furchtbar oft an dich gedacht, Kelly. Sogar in meinen Träumen. Wenn ich von dir träume, hast du mir immer den Rücken zugewendet und ich sehe nur dein Haar. Dieses lange, wundervolle Haar. Ich möchte es nur berühren. Und du wendest dich ab, so wie jetzt. Nein, ich will nur jemanden anrufen, das ist alles. Denkst du manchmal an mich, Kelly? Natürlich tue ich das, Peter. Wir waren doch gute Freunde. Wir waren mehr als nur Freunde. Wir haben uns einmal geliebt. Hast du das etwa vergessen? Nein, vergessen habe ich das nicht. Aber dir sollte klar sein, dass es vorbei ist. Oh, ich erinnere mich sehr gut. Auch das habe ich nicht vergessen. Ich werde jedes Mal daran erinnert, wenn ich in der Nacht alleine bin und in mein Bett gehe. Ich habe dich wohl für immer an den guten alten Joe verloren, habe ich recht? Aber ich darf doch wohl noch träumen, oder? Du wirst doch einem Mann seine Träume lassen. Kelly, ich habe gute Neuigkeiten. Die Polizei hat gerade angerufen, sie haben deine Schwester gefunden und sie sagen, dass sie am Leben ist. Oh, na, Gott, großartig. Sei Dank. Toll. Wo ist sie? Wo hat man sie hingebracht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie ins Cottage Hospital geflogen wird. Oh, danke, Bess. Ich muss sofort hinfahren. Nein, warte, Kelly. Ja, hoppla, du rennst mich herum. Gut, dass du da bist. Sie haben ihn gefunden. Sie ist im Krankenhaus. Das ist ja großartig. Wieso zum Teufel ist der denn hier? Komm, das erzähl ich dir im Auto. Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Soll ich ihn denn schon wieder ankommen lassen? Er ist vielleicht verantwortlich dafür, was mit ihm geschehen ist. Am besten nehme ich ihn mir gleich Moment. Vor. Moment, lass ihn einfach da sitzen. Wir reden draußen darüber. Warum hast du nicht Komm angerufen? Schon. Wir haben ja über die Atmung gesprochen. Jetzt üben wir das Ganze einmal und stellen uns vor, dass wir kontrahieren. Nun, dieses Mal müssen wir genau sein. Eine Kontraktion beginnt erst und dann endet sie. Lassen Sie uns mit dem Atmen beginnen. Erst einatmen und dann wieder aus. Die Kontraktion beginnt. Schrei doch nicht so, du erschreckst mich. Also bitte, ich schreie nicht. Ich versuche nur genau zu sein. Es hat sich aber so angehört, als ob du gebrüllt hast. Entspann dich. Hör zu, du bist diejenige, die sich heute entspannen soll. Ich versuch's ja. Also gut, dann tu es auch. So, und jetzt atmen. Ich werde dich massieren. Atme durch die Nase. Durch die Nase. Ja, es bringt mich auch durcheinander, aber... Die Lehrerin hat gesagt, dass du all diese Sachen auf einmal tun sollst. Ist gut. In 45 Sekunden. Sehr schön, das sieht sehr gut aus. Ich danke dir. Ich hätte nicht gewusst, was ich allein gemacht hätte. Danke, gut, dass du meinst, was du sagst. Die Kontraktion ist nun zu Ende. Oh, danke, Kamerad.
ohne dich hätte ich das niemals fertig gekriegt. Merkwürdig, ich dachte genau, das hättest du auch geplant. Wer kann schon so, wie er gern möchte? Wie recht du hast. Sag mir doch mal, was hättest du eigentlich gemacht ohne Partner? Ich zeig es dir. Die Kontraktion beginnt. Einatmen, ausatmen, Kontraktion zu Ende. Danke, Partner. Das hätte ich alleine nicht gekonnt. Ja, gibt es auch etwas, das du nicht am besten allein erledigen kannst? Oh, wir beide werden jetzt ein bisschen rechthaberisch, findest du nicht auch? Ich beginne von vorne, in Ordnung? Also gut, die Kontraktion beginnt. Es ist doch so, du bist rechthaberisch, oder nicht? Ich meine, du bist es doch, die durch die Gegend rennt und behauptet, dass sie niemanden braucht. Und du hast die fixe Idee, unentbehrlich zu sein. Das ist nicht wahr. 30 Sekunden, in Ordnung? Du musst atmen durch die Nase. Amy, wieso versuchst du es nicht mit einer anderen Position? Ja, dreh dich doch herum. Und dann sieh Brick in die Augen. Dann geht es meistens schon besser. So ist das denken gut. Sie sich so. Also, denken Sie daran, Sie können immer zur Brustatmung übergehen. Das wird Ihnen ganz ich nicht herausfinden in kann, Situation. Ist. Und immer wieso nur durch den Mund kriege einatmen. Ich dich nicht aus meinem Kopf heraus? Wahrscheinlich, weil du es genauso haben willst. Ja, vielleicht. Als seinen Freund. Gesunde Ernährung keine Verpflichtung. Sieh bitte nach, wann die Kontraktion zu Ende ist. Die Kontraktion ist zu Ende genau jetzt. Es ist so, wenn wir nur Freunde wären, würdest du mich doch besser behandeln. Das hat damit nichts zu tun. Ach ja? Und warum bist du die ganze Zeit so wütend auf mich? Ich bin wütend, weil du andauernd diese dummen Sachen machen musst, von denen ich wütend werde. Weil ich dir gefalle. Gib es doch einfach zu, in Ordnung? Also gut, das reicht jetzt. Hör mir zu. Du solltest keine Urteile über mich fällen. Aber das ist doch nicht wahr. Ich bete dich. Es kann nicht immer alles so gehen, wie du gerne möchtest. Ich kann doch nicht immer nur auf dich angewiesen sein. Ich darf gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn ich dich einmal brauchen würde. Sehr wahrscheinlich würde ich dich dann niemals wiedersehen. Oh, du glaubst doch selbst nicht, was du da sagst. Ich sage keine Sachen, die ich nicht selbst glaube. Komm schon, ja, sicher, du hast recht. Hallo, ihr lieben Leute. Es sind nur die Hormone. Die bringen mich durcheinander. Ich denke, ich werde erstmal tief und beruhigend durchatmen. Gute Idee. Also gut. Also machen wir weiter. Die Kontraktion beginnt, die Argumente enden. Es war Teds Idee, hierher zu kommen und nicht meine. Aha, dann habe ich wohl allen Grund, dir zu danken, Das Ted. Ist kein Höflichkeitsbesuch, Mr. Lockridge. Verstehe. Wir möchten jetzt wissen, was Sie mit dem Tod meiner Mutter zu tun hatten. Wer hat euch davon erzählt? Mason hat es mir gesagt. Und Laken hat es auch gehört. Wie wir darauf gekommen sind, ist doch wohl uninteressant, oder? Nein. Worauf es ankommt, ist, dass es uns fast auseinandergebracht hätte. Und das, obwohl wir uns so sehr lieben. Ich bedauere das wirklich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mir das zu Herzen geht. Alles in Ordnung, Laken. Es geht mir gut. Sagen Sie mir endlich, ob Sie für den Tod meiner Mutter verantwortlich sind. Nein, nicht so, wie du denkst. Es ist viel komplizierter, als ich es dir beschreiben kann. Entweder Sie haben sie getötet oder nicht. Ted, ich hatte keine Schuld daran. Aber dennoch ist es so, dass ich mich schuldig fühle, obwohl es ein Unfall war. Dann möchte ich endlich wissen, was passiert ist. Wir waren auf dem Boot. Wir haben uns gestritten. Ich wollte sie festhalten, damit sie mir zuhört. Ich wollte noch irgendwas sagen und plötzlich hat sie sich losgerissen. Ich fiel auf das Steuerrad und dann geriet das Boot außer Kontrolle und sie fiel über Bord. Ich wurde nach hinten geschleudert und habe mich am Kopf verletzt. Dann verlor ich das Bewusstsein. Als ich wieder aufwachte, war sie nicht da. Ich suchte viele, viele Stunden nach ihr, doch ich fand sie nicht. Es ist also keine Absicht gewesen? Natürlich nicht. Ich schwöre es. Warum sollten wir das jetzt glauben? Tja, Laken, du nimmst an, dass ich dich die ganzen Jahre belogen habe. Leider ist es so. Es war keine Lüge, ich hab's nur verschwiegen. Dad, eine Lüge ist eine Lüge! Sie wissen, dass meine Mutter noch am Leben sein könnte, wäre sie nicht mit Ihnen zusammen gewesen. Ich habe diesen Tag mehr als 100 Mal durchlebt. Doch ich kann es nicht mehr ungeschehen machen. Nun, ihr zwei, ich möchte nicht, dass ihr euch auch noch damit belastet. Meine Fehler sind meine Fehler. Ihr habt nichts damit zu tun. Meinst du nicht auch, dass es viel zu spät ist, jetzt darüber nachzudenken? Nein, Laken, das ist es nicht. Seht, es ist alles nicht so schlimm, wie es den Anschein hat. Wie meinen Sie das? Ihr habt euch doch gegenseitig. Auf keinen Fall darf das alles hier euch auseinanderbringen. Es ist etwas Wunderbares geschehen. Ihr beide habt euch gefunden und verliebt. Und das soll sich durch nichts ändern. Ich gehörte zu denen, die nicht daran geglaubt haben. Ich hielt es für albern, aber jetzt glaube ich an die Liebe.
Ein Wunder ist geschehen. Haltet es fest. Ich bitte euch, haltet es fest. Und denkt nicht daran, was wird. Das Schicksal ändert sich. Ja. Denkt darüber nach. Und ihr könnt sicher sein, ich bin auf eurer Seite. Ich bitte dich, vertraue mir. Und glaube mir, ich bin immer für euch da. Das musst du mir glauben. Ich verspreche es euch, für jeden von euch beiden. Alles, was du gewesen bist, leuchtet aus deinen Augen, sogar auf dem Foto. Du warst das Beste, was mir passieren konnte, Summer. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals wieder klarkommen werde. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde wahrscheinlich in meinem ganzen Leben niemals wieder jemanden so lieben wie dich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben deinen Vater verständigt. Er ist auf dem Weg. Ich danke dir, Cruz. Wo hast du sie gefunden? Im Coral Springs Canyon. Sie ist wahrscheinlich noch herumgeirrt, bevor sie zusammengebrochen ist. Verzeihen Sie bitte. Miss Capwell? Ja. Ihre Schwester ist auf dem Weg der Besserung. Nun, sie leidet unter einem Schock und hat ein paar gebrochene Rippen. Aber unsere weiteren Untersuchungen haben ergeben, dass keine Anzeichen für schwere innere Verletzungen vorhanden sind. Und der Schock, ist es sehr ernst? Nun, mit viel Ruhe und Erholung sollte sie schnell wieder gesund werden. Aber nach meiner Meinung wird es für sie das größte Problem sein, über dieses Trauma hinwegzukommen, über diese Angstzustände, die sie durchgemacht hat. Entschuldigen Sie bitte, Doktor, aber wurde sie... Ich meine, gibt es Anzeichen dafür, dass sie vergewaltigt worden ist? Nun, das Labor fertigt gerade einen Bericht an. Ich werde ihn sicher bald kriegen. Kann ich mit ihr sprechen? Nein, nein, ich möchte wirklich nicht, dass jetzt jemand mit ihr spricht. Sie wird bisweilen immer noch bewusstlos. Wir haben ihr Beruhigungsmittel gegeben, die bald anfangen zu wirken. Ich fürchte, in diesem Fall werden sie helfen müssen. Wir brauchen so schnell wie möglich. Also, war nur für eine Minute oder zwei und dann bitte... Ordnung, danke. Hörst du das? Ich muss dir entstellen. Ich muss herausfinden, wer dir das angetan hat. Kannst du mich hören, Baby? Werd doch wach. Chris. Versuch dich zu erinnern. Wer hat das getan? Hast du ihn erkannt? Nein. Konntest du sein Gesicht sehen? Ich sah gar nichts von ihm. Ist dir denn nichts weiter aufgefallen? Die Haarfarbe oder sowas? Er hat mir die Augen verbunden. Die Augen verbunden? Oh, Baby. Hat er irgendwas gesagt? Kannst du dich an seine Stimme erinnern? Nein.
Kannst du gar nichts beschreiben? Sein Auto, vielleicht erinnerst du dich daran. Er schlug mich. Ich konnte nichts dagegen tun. Es tut mir leid, keine weiteren Fragen. Sie müssen jetzt gehen. Ja, ich bin gleich soweit. Ja. Wann kann ich wiederkommen und mit dir sprechen? Vielleicht später im Laufe des Tages. Du wirst bald wieder gesund, Eden. Sie hat ihn nicht gesehen, sie hat ihre Augen verbunden. Das war Hast du schon mit seinem Arzt sprechen können? Ja, ich habe mit seinem Arzt gesprochen. Er hat nicht viel sagen können, dass Peter ein ganz besonderes Problem hat. Dass er die Medizin nicht nimmt, die er benötigt. Alles passt zusammen, meinst du nicht auch? Ein Kranker würde doch nicht behaupten, gesund zu sein, wenn er nicht auch etwas hat, oder nicht? Sie sorgen für eine Durchsuchung nicht genug Beweise. Ja, aber Cliff, wir wissen, er fuhr gestern von zu Hause weg und kam dann nicht mehr wieder. Ich denke, wir sollten ihn verhören und fragen, wo er ist. Es ist höchste Zeit. Ist gut. Ich werde zu seiner Wohnung fahren und versuchen, ihn durch einen Bad zu kriegen. Aber wenn ich ihn dann hier habe, bist du es, der den bösen Polizisten... Schon sind zwar dem Revier. Ich fürchte, ich kann Ihnen am Telefon nichts über den Gesundheitszustand sagen. Nein, der Doktor ist untersucht Sie. Ich könnte für ihn nur eine Nachricht hinterlassen, dass er Sie anrufen soll. Wie ist denn Ihr Name? Ich rufe an wegen meiner Schwester Eden Capwell. Hier ist Ihr Bruder Ted. Ihr Zustand ist gut? Nein, das ist fantastisch, ja doch. Ja, jetzt zu schwer kritisch. Der Doktor hat mir gerade den Bericht gebracht. Wir waren zunächst äußerst besorgt, aber inzwischen geht es ihr wieder gut. Übrigens im Augenblick gerade in Ihrem Zimmer, wenn Sie... Oh nein, nein, nein. Geht, Esther! Von der Polizei, Mr. Flint. Bitte die Tür. Was wollen Sie? Erinnern Sie sich, Mono, es ging um die Mordsache der Nelke. Ja. Sie sind da auf einer Spur. Ich möchte kommen noch eine Gefahr warten. Sie tun das freiwillig, es wird Nachteil nicht. Ja, naja, in Ordnung. Danke Ihnen vielmals. Sie tun uns damit einen sehr großen... Nun, ich habe noch einige für... Die Zeit ist um. Bis zu Ende, Mr. Bridge. In Ordnung. Danke. Komm her. Pass gut auf Sie auf, Ted. Genauso mache ich. Ja. Hör zu, denk bitte daran. Ihrer Seite, alles klar? Also, bis dann. Ich danke dir. Wofür denn? Dass du mich hast. Dafür hast weglaufen lassen. Du liebst deinen Vater wohl sehr. Er denkt nur an uns. Obwohl er hier im Gefängnis ist, mehr als genug Probleme hat. Erstaunlich. Weißt du eigentlich, weshalb ich weglaufen wollte? Ich hatte Angst verlieren. Soll ich dir was sagen? Mir ging's auch so. Ich hatte solche Angst. Ich wusste nicht genau, was du von der ganzen Sache hältst. Warst wundervoll. Tut mir leid, ich hab dich ganz schön hängen lassen. Naja, ich dich auch. Ist es nicht großartig, dass man noch eine zweite Chance hat? Ja. Ja. Nichts auf der Welt soll uns je aushalten. Wir mussten Schlimmes durchstehen. Doch hinter uns. Du und ich. Ich möchte wissen, was Eden schon erzählt hat. Ich glaube, Kant hat, aber ich darf nichts. Anwalt ist. Hallo, Peter. Howard. Howard, jemand versucht, mich reinzulegen. Ich habe niemanden getötet. Hey, Moment, Moment, Moment. Worum geht es denn überhaupt? Hast du irgendeine Ahnung, ob sie irgendwelche Beweise gegen dich haben könnten? Fingerabdrücke? Irgendetwas, das dir gehört und am Tatort gefunden wurde? Oder möglicherweise, dass dich irgendjemand auf einem Foto erkannt hat? Nein, nein, es hat es mir untergeschoben. Ich bin unschuldig. In Ordnung. Jetzt denk mal nach, Peter. Was ist das, was ich in der Sache rechnen muss? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht einmal, in was ich da reingeraten bin. Ich weiß nur, dass sie mich leiden wollen. Schon gut, schon gut. Bleib jetzt ganz ruhig. Sie werden gleich reinkommen und dir Fragen stellen. Hör zu, sag möglichst wenig. Sie werden versuchen, dich bei einer Lüge zu erwischen. Aber was immer du tust, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Einen guten Tag, Gentlemen.
Ich bedauere, dass Sie warten mussten. Wir können anfangen, sobald mein Kollege hier ist. Er sollte schon hier sein. Es ist wohl besser, wenn ich Sie warne. Detective Kassier ist betroffen von dieser Sache. Er war ein persönlicher Freund von Miss Capron. Ja, sie war auch mit mir befreundet. Sie können sie fragen. Na ja, nun, ich wollte Sie nur... Ich sorge zu schätzen, Detective. Ich glaube, ich bin in der Lage, meinen Klienten vor seinem Zorn... Gut. So, das wär's. Wenn du willst, kannst du es nochmal nach mir werfen. Nein, das möchte ich nicht. Tut mir leid, was ich da vorhin gesagt habe. Nein, nein, nein. Ich hatte dazu kein Recht. Ich, Wie bitte? Oh nein. Außer der Atemtechnik haben die Kursteilnehmer wirklich heute Abend was zu tratschen. Ja, es scheint so. Weißt du, ich finde es gar nicht schlecht, dass ich zu der Party gegangen bin. Doch auf. Oh nein, ganz im Ernst. Ich wusste gar nicht, wie kompliziert es mit so einem Baby ist, mit dem Arbeiter. Was denn? Ach, gar nichts. Nur die Schlafenszeit ist vorbei und das Baby tritt mich. Wirklich? Ja. Ja, ich will doch eine Scherze treiben. Fühl doch einfach mal selbst. Du hast recht, ich fühle... Ist das nicht toll? Ja. Das ist doch faszinierend, findest du nicht auch? Amy, weißt du, das mit dem Baby ist wirklich etwas Besonderes. Ja, das ist es. Hier, fühl doch nur diese Kraft. Ja, oh, das fühle ich, glaub mir. Ist das nicht wundervoll? Da ist ein neues Leben, verstehst du? Das ist doch wie ein Wunder. Ich bin dir dankbar, dass du dabei bist. Danke dir. Hör zu, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin wirklich hungrig. Hättest du Lust zu bleiben und mit mir zu essen? Ich mach dir eins von diesen Omelettes, die du so gerne isst. Das würde mir sehr gefallen, Miss Perkins. Also gut. Komm in die Küche. Ich will wissen, wo Sie bei jedem der Morde gewesen sind. Und auch während der Stunden, als Eden vermisst wurde. Ich war nicht mal in Ihrer Nähe. Können Sie mir verdammt noch mal keine genaue Antwort auf meine Frage geben? Diesen Ton muss ich zurückweisen. Ich darf Sie daran erinnern, dass sich mein Klient freiwillig auf diese Befragung eingelassen hat. Tut mir leid, ich werde etwas freundlicher sein. Wir wissen das zu schätzen. Bitte lassen Sie sich ruhig Zeit mit der Beantwortung dieser Fragen, Mr. Flint. Es hat keine Eile, in Ordnung? Ich war zu Hause in meiner Wohnung während des Mordes an der Kellnerin. Bei dem anderen Mord auch. Ich kann mich erinnern, wie ich davon im Radio hörte. Waren Sie allein? Ja, ich bekam einige Telefonanrufe. Aha, von wem? Wie heißen die Zeugen? Ich will Namen. Ich muss darüber nachdenken, Cruz. Ich wusste nicht, dass ich ein Alibi brauchen würde. Ich verstehe, Peter. Und wo waren Sie gestern den ganzen Tag und am Tag zuvor und auch heute Morgen? Erzählen Sie nicht, Sie waren in Ihrer Wohnung. Nachbarn sahen Sie aus dem Haus laufen. Sie bedrängen meinen Klienten. Er ist nicht verpflichtet, auf eine dieser Fragen zu antworten. Warte einen Moment, Cruz. Sie haben telefoniert. Sie riefen unter einem falschen Namen an und haben behauptet, Sie wären Joe Perkins. Nein, das stimmt nicht. Ist das richtig? Sie schickten Kelly los. Sie sollte wohl einen Werkzeugkasten abholen. Das ist gelogen. Das können Sie nicht beweisen. Diese Taktik, um meinen Klienten zu bedrängen und ihn einzuschüchtern. Das bedeutet, Sie sind die ganze Zeit hinter Kelly her gewesen. Die Sache mit Eden war nur ein Fehler. Warum hätte ich ihr schaden sollen? Ich habe Kelly geliebt. Los, jetzt, Peter, sagen Sie jetzt nichts mehr. Weil Sie sie verloren haben. Und damit wurden Sie nie fertig. Sie haben das niemals verwunden. Und Sie meinen, wenn Sie sie nicht haben können, kriegt sie auch... Gehen Sie aber zu weit, Castillo. Ich sprach mit Ihrem Arzt, Peter. Er sorgt um Sie. Er sagt, Sie seien ein sehr kranker Mann. Sie sollten mit ihm nicht über Ihren Gesundheitszustand sprechen, Peter. Er sagt, er könnte Ihnen helfen. Wahrscheinlich kommen Sie auf diese Art durch. Man plädiert auf unzurechnungsfähig. Und das Gericht wird höchstwahrscheinlich sehr milde urteilen. Aber nur, wenn Sie jetzt umgestehen, Peter, bevor Sie wieder jemanden vergewaltigen oder töten. Er hat recht mit dem, was er sagt. Nun, es ist genug. Mein Klient bestreitet, diese Taten begangen zu haben. Und es ist verdammt offensichtlich, dass Sie nicht genug haben, um ihn hier zu behalten. Sie können ihm nichts anhaben. Peter, ich würde dir raten, jetzt zu gehen. Sekunde, ich bin mit meinem Verhör noch nicht zu Ende. Oh doch, aber ja, wir haben furchtbar viel Geduld mit Ihnen gehabt. Dieses Interview fand sein Ende genau in dieser Minute. Er hat recht, verstehst du denn nicht? Du weißt doch, was hier vor sich geht. Wenn er keine Lust hat zu antworten, dann braucht er es nicht. Na gut. Du hast Glück, dass ich gerade im Dienst bin, Mann. Aber ich werde dich schon wieder hierher kriegen. Und das nächste Mal kommst du hier nicht wieder raus. Offensichtlich dürfen Sie jetzt gehen, Mr. Flint. Ich entschuldige mich vielmals für das, was hier vorgefallen ist. Ich danke Ihnen beiden für Ihre Kooperation. Peter, ich kann dich zu Hause absetzen. Es dauert einige Minuten. Ich habe noch ein paar Dinge zu erledigen. Ist gut, ich warte hier auf dich. In Ordnung. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Bis dann.
sicher, mir geht es gut. Mir geht es sehr gut. Ich weiß, dass ihr mich alle kriegen wollt, aber das schafft ihr nicht, weil ich gerissener bin als ihr alle.